Ja. Wenn der zweite rauskommt bald. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Oben Ich weiß jetzt nicht, wie viel Stunden Spielzeit das Game hat, aber ich schätze mal so 15, 20 sicher, oder? haben. Ja, 2025 würde ich sagen, erst. Nein, nein! Nein! Alter, hör auf! Hör auf! Oder? Wichser! Gar nichts. Alter. Hör auf! Hör auf! Nein! Nein, Alter, das packe ich jetzt nicht. Das packe ich jetzt echt nicht. Ich habe einen Kontrollausfall wieder gehabt. Und ist der Traktor einfach weitergefahren. Mit dem Hafer ins Weizenfeld. Naja. Ist ja wurscht, ist ja eh gleich fertig. Wieder alles umgegoogelt. Ja, aber das heißt, das müssen wir dann gleich abdreschen, bevor das andere gewachsen ist. Wollen wir eh gleich machen, oder? Ja. Allein, das darf ich doch noch nach hinten rausschieben mit dem Ding. Das ärgert mich jetzt, Alter, das ist die Urspur rein. Und eine geballen. Wann wie viele das wären? Das ist ein Mörderfeld, ja. Um die 300 wieder werden. Siehst du, das wäre eine geile YouTube-Aufnahme. Einer mit der andere gleich hinterher mit die Ballen, mit der Ballenpresse. Das haben wir eigentlich eh schon gemacht. Aufs dann Riesenfeld meine ich jetzt. So. Na gut, eigentlich haben wir das auch schon gemacht. Ist ein Riesenfeld? Naja, wir haben 55, 54 und den beim Schafstall im Magnet. Aber nicht den einen durch. Na sicher, wir haben ja am Anfang 20 gemacht, das ist die Larschballen. Bevor wir noch das Feld anbaut, haben wir 55, haben wir ja nur gemäht. Ja, gut. Ja, fast die 100. Folge dann. Ich müsste direkt einmal schauen, was für ein Anschlusskabel das ist bei dem Xbox-Controller. Bei der Controller als solches ist er noch gut, aber das Kabel hat einen Wackelkontakt. Kein USB-C, oder? Na, das ist noch kein USB-C. Aber das ist auch kein. Ich glaube, das ist auch kein. Aber das könnte so ein Kabel sein, was für ein Fire Stick geht. Ich sag jetzt mal, eine Runde ist er gefahren. Also zwei Runden ist er gefahren. Und bin schon mit dem zweiten Wagen voll jetzt. Wow. Wie viel man hat er denn schon presst jetzt? 68. Drauf.
Ja, da wird da Geld drinnen, Bruder. Das hoffe ich. Ich möchte nur was probieren. Solange es nicht viel kostet. Das ist mir eingefallen jetzt. Ich wollte schauen, ob man einen Grasballen reinwerfen könnte oder ob das was so vielleicht generell am Ballen liegt oder vielleicht was hier einfach ein Strohballenbar ist oder so. Wollte ich einen Grasballen von den Schafen darüber tragen. Zick, sag mal. Ah, das mit der Spur ärgert mich, oder? Das schaut beschissen aus jetzt. Ich glaube halt, dass das zwei unterschiedliche Wachstumsstufen sind auf dem Feld, weil wir ja nachbessert haben. Und ich glaube, das Nachbessern wird erst einen Tag später fertig sein. Gut, man kann ja trotzdem mal anfangen zum Rübermähen. Nicht mähen. Ich habe jetzt auch ein bisschen so LS viel geschaut, wie anderen so ihre Server spielen. Die spielen das ganz anders. Die machen, auf 1 Geschwindigkeit, also Echtzeit quasi. Und die spielen halt immer, bis sie die Arbeiten erledigt haben oder bis am Abend. Am Abend gehen sie immer schlafen. Und dann spielen sie immer, bis sie die Sachen erledigt haben. Und dann spulen sie halt vor. Es geht halt eine Zeit lang so. Irgendwann hast du dann so viel zu tun, dass du eh dann nicht so richtig nachkommst. Das halt mit der 1 hat halt dann schon einen Vorteil, habe ich gemerkt. Weil du hast halt dann wirklich Zeit auch zum Düngen und so. Aber weißt du, bei uns war dann oft das Problem, dass deine Felder zu schnell gewachsen sind, weil du 10 oder so schon gehabt hast. Dafür gibt es auch noch einen zweiten Tag quasi. Hier haben wir noch keinen zweiten Tag. Na, noch nicht. Aber da haben wir ja auch schon. Wir haben es immer gemacht, ja. Dann. Ja. Dann würde ich jetzt auch so machen. Ja. Das mit die Tage erhöhen. Oha, ist einfach draußen schon, glaube ich. Ist das zwar ein Baumstumpf? Ja, ist ein Baumstumpf noch. Aber da dürfte der Drescher nicht hängen geblieben sein. Ist was Lustiges? Der Kasper erkennt nicht, dass die Maschine durchfahren kann. Was meinst du? Er bleibt stehen, wenn der Ball abläuft. Dann soll ich auch stand. Das kann keine Zeitersparnis. Ja. Das nicht, aber wir haben jetzt keine andere, also. Ja. Wenn wir es selber machen, fahren wir eh durch. Ja, eh. Ich habe den Kurs übrigens herumgebaut um diesen Spitz. Also ich habe ihn dann noch verändert und das Mähwerk ist gerade vorbeigefahren dort, also. Ah, okay. Finde ich cool, das neue System, also das taugt mir. Dass man da den Kurs jetzt so bearbeiten kann. Ich habe sicher von Auto drüber abgeschaut. Oder hat er den jetzt so abgeklickt? Muss jetzt echt zuschauen.
ich glaube, er ist nur stehen geblieben, weil er am Ende der Zeile war. Weißt du, und er hat den Ball noch abgeladen, dass er nicht in der Kurve abladet. Ah, okay, weil jetzt fährt er durch, ja. Okay. Das ist ganz schlau. Ja. Na, jetzt ist er durchgefahren. War ein Fehler. Aber ich vermelde, dritter Anhänger. Stark. Rechnen pro Anhänger jetzt 20.000 ungefähr. Die Wege mache ich dann irgendwann, wenn wir mehr Felder haben, glaube ich. Ja. Weil den da oben und den da unten muss ich eh nachbessern. Da ist auch irgendwer durchgefahren. Ich glaube, das könnte sogar ich gewesen sein, unabsichtlich. Oh ja, es sind zwei Stufen, aber das ist ja wurscht. Dann anfangen am Rand und. Aber ich glaube, das ist dann gleich. Um 0 Uhr. Halt. Ah, okay. Also es schaut jetzt schon letzte Stufe aus. Vielleicht bin ich mit bis dahin dann schon fertig mit dem Feld da. Jo. Und dann fahre ich eiskalt mit der Ballmaschine hinterher. Mit der anderen. An einem blöden, nein, mit Ladewagen, Blödsinn. Holz. Schneid noch einen großen Baum dazu. Ah, das habe ich dir auch gar nicht erzählt. Ich habe mir überlegt, zwecks des Optischen, und weil ich ja bei 45 hast du es auch gesehen, dass ich ja das Feld eher so rund gemacht habe, ja. Dass ich diese Felder stehen lasse. Ich schneide nur die stärkeren Bäume schneide ich ein bisschen raus immer. Ja. Und den Rest lasse ich halt stehen, dass wir so Waldgruppen haben, dass wir rundherum auch ein Feld haben, quasi um den Wald. Mhm. Ja, das ist sehr gut, das ist realistisch auch. Schaut dann auch schön aus, als wenn wir jetzt wirklich nur Flachland dann haben und. Ja. Na, sie. Na, sie. Na, da hochschaut das. Aber so ist er brav. Also taugt mir der Traktor. Ja. Oder ist er vielleicht nur hängen geblieben, weil die Sämaschine auf. War. Ja. Und noch immer bin ich eher mit John Deere und Klaas, aber. Low Holland, aber. Tut schon seine Arbeit. Ja, er macht's brav. Das Holz hast du hier liegen gesehen, oder? Was ich schon geschnitten habe. Auf dem Anhänger das? Ja, habe ich gesehen. Achso, nein, ich meine das, was ich, den ganzen Wald und so, dann was ich auf, wo das Grasfeld ist, niedergeschnitten habe und so, das habe ich jetzt schon alles aufgehoben, das habe ich gar nicht verkauft. Da dachte ich, du jetzt dann alles schon für Produktionen aufheben. Mein Feld ist im Wald geholt jetzt, Alter. Shalom, Bruder. Hä? Shalom, Bruder, was soll das? Shalom. Also, entschuldige, wo hast du das jetzt gelagert? Beim Händler, weißt du aber. Ah, okay. Ich wusste nicht sonst wo, ich wollte es nicht irgendwo in die Wiese legen oder so. Ich habe nochmal zu den Bienen geklickt. Lass dort eh den gelben Traktor stehen. Dann eh. Was ist mit gelben? Ich lass den jetzt mal dort stehen. Mhm. Länger. Für den haben wir eh dabei irgendwie auch keinen Zweck. Ich verwende den fürs Holz. Ja, passt eh. Das ist nicht extrem viel, aber. Schon ein bisschen was jetzt an Holz wieder.
fertig. Brav. Wer ist brav? Da hat er der Bahnwickler. So. Sehr, du sagst, ich soll dreschen. Also, wenn du magst. Ja, sicher. Weißt du, was mir eingefallen ist? Ich weiß nicht, ob es das als Mod gibt oder ob das irgendwann so ist, aber dass die Dinge nach einiger Zeit auf jeden Fall kaputt sind. Das wäre auch einmal nice. Weißt du, dass du dir irgendwann neu kaufen musst? Ob es das als Mod gibt? Ah, was ich wieder, was ich probieren wollte, wenn ich da vorbuffe. No. Ein Grasball reinwerfen. Ah, stimmt. Ah, also Ballen an sich funktionieren. Auch mal okay. Geklärt. Na, auch gut zu wissen. Na, genau. Aber funktionieren sollte es. Das weiß ich nicht. Nein. Hör auf, hör auf, hör auf! Stopp mich! Weil bei den Beinestall und beim Kuhstall funktioniert es ja auch nicht. Ballen okay. Reingehen. Da hab ich ja extra den einen Mod dann, wo ich auch mit Ballen nicht rennen kannst. Mhm. Und jetzt habe ich den Mod drin, wo man es aufschneiden kann. Passt. Ist wurscht. Mm-hmm.